Wie man Feta grillt und was man dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Natürlich braucht ihr dazu Feta, Olivenöl, Basilikum, Thymian, Knoblauch, eine Chilischote, eine Tomate, Oliven, Zwiebelröhrchen und Aluminiumfolie. Fürs Zubereiten reicht eigentlich ein großes Messer und ein kleines Messer und ein Löffel. So, als erstes nehme ich die Zwiebelröhrchen, schneide das Ende hier ab. Und hier reicht es etwa, wenn ihr es hier abschneidet. Also ihr braucht wirklich nicht so viel abschneiden. Und schneide das Ganze dann in feine Scheiben. Und so weiter. Dann könnt ihr die Tomate nehmen, schneidet den Stiel raus. So. Und schneidet euch ein paar Scheiben ab. So etwa. Dann nehmt ihr noch den Knoblauch, schält ihn. Wenn ihr den dann auch komplett geschält habt, könnt ihr ihn in kleine Scheiben schneiden. So, ist er auch etwa. Moment. So. Je feiner, desto besser, dann kann sich der Geschmack auch besser ausbreiten. Soweit erstmal. Die Chilischote ebenfalls in Scheiben schneiden. Die Körner könnt ihr ruhig drin lassen. So. Dann die Oliven nehme ich aus dem Glas. Die könnt ihr so lassen. Die Kräuter zupfe ich ab. Hier beim Thymian reicht eigentlich die Größe. Den Basilikum würde ich noch, ja, wobei eigentlich könnt ihr es auch so lassen, ganze Blättchen. Könnt es aber eben auch kleiner schneiden. Soweit erstmal, dann haben wir mal die Zutaten. So, ich habe nun schon die Alufolie ausgelegt. Dann nehme ich nun den Feta, lege in die Mitte, nehme etwas Olivenöl, bestreiche das Ganze damit. So, dann nehme ich zuerst den Thymian, streiche etwas darüber. Als nächstes ein paar Zwiebelröhrchen. Das große Stück nicht. Hier das kleine. Auch immer schauen, dass drumherum nicht allzu viel runterfliegt. So. Dann etwas Knoblauch. Und den Chilischoten etwas. Oliven. Dann die Tomaten, zwei Scheiben, sollte reichen, genau. Und zuletzt noch den Basilikum. Das Ganze verpackt ihr dann in ein Päckchen, also so.
Und fertig ist euer Grillpaket. So, jetzt grillen wir den Feta, so etwa 10 Minuten. So, die Zeit ist nun vorbei. Ich öffne das jetzt mal vorsichtig. Es ist wirklich noch sehr, sehr heiß. Mal schauen, wie es geworden ist. Und hier, wie ihr seht, der Käse ist leicht zerlaufen. Aber ansonsten ist es fertig und ich wünsche euch einen guten Appetit.